Hallo, liebe Freundin YouTube. Ich habe ein Stück, mit dem ich eigentlich nie zufrieden war. Deswegen habe ich es auch immer wieder rausgenommen aus YouTube. Das hört man erst danach und ich war nie zufrieden. Das wäre aber nicht meine Natur, wenn ich einfach die Sache dann nun beiseite schiebe und eben nicht singe. Ganz im Gegenteil. Ich mache das so lange, bis ich es richtig kann, beziehungsweise bis ich zufrieden bin. Ob das den anderen gefällt, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle probiere ich es jetzt nochmal. Richard Wagner, Lohengrin im fernen Land. Und los geht's. Und wie gesagt, ich wollte es ganz gerne singen, so wie ich mir das vorstelle. Und nicht wie heutzutage viele Leute das tun. Ich weiß nicht, wenn ich so manche Vorstellung da sehe, das hat mit einem Ritter doch nichts zu tun. Die Leute, die da singen. Entschuldigung, also viele Grüße nach Bayreuth von mir, auch von einem Laien oder Amateur mal was gesagt. Da singen mit Sicherheit keine Ritter bei ihnen. Also da bin ich mir ganz sicher. Ich zeige Ihnen mal, was ein Ritter ist. Und wenn das schon ein Amateur macht und vorzeigen muss, dann ist es wahrscheinlich mit dem guten Bayern nicht mehr so weit bestellt. Okay, machen wir es mal ganz einfach. In fernem Land, und armer Schritten, legt eine Burg, die Monsalvat genannt. Ein lichterer Tempel steht dort inmitten. So kostbar als auf Erden nichts bekannt. Drin ein Gefäß von wundertägem Segen wird dort als höchstes Heiligtum bewacht. Aus seiner Menschen reinste Pflegen herab von einer Engelschar gebracht. Alljährlich naht vom Himmel eine Taube, um neu zu stärken seiner Wunde Kraft. Es heißt Engel und selig reins Glaube erteilt durch ihn sich seiner Ritterschaft. Wir an ihm gerade zu dienen ist erfahren, den rüstet mit überirdischer Macht. Trog verloren, wenn ihn sieht, weicht dem des Todes Nacht. Selbst wer von ihm in fernen Land entsendet zum Streit der Tugend recht ernannt, dem wird nicht seine heilige Kraft entwendet.
bleibt als ein Ritter dort herunterkommt. Seure Herr, doch ist es gerade Segen, enthüllt muss Ernes Laienauge fliehen. Des Ritters Traum soll Zweifel ihr nicht hegen. Erkennt ihr ihn, dann muss er an euch ziehen. Nun hört, wie ich verbotene Frage lohne. Jawohl, ward ich zu euch daher gesandt. Mein Vater Parsifal, seine Krone, sein Ritter, ich bin allein grün genannt. Also, so stelle ich mir einen Ritter vor und nicht jemand, der jetzt, ich weiß nicht, ich kann da manchmal nicht unterscheiden zwischen Mann und Frau. Es tut mir leid, sind's mir nicht böse in Bayreuth. Das ist meine Meinung. Ich habe zwar nichts zu sagen, aber ich weiß, und von YouTube weiß ich das sehr genau, viele Menschen denken so wie ich. Einige trauen sich nicht auszusprechen, die anderen sehr wohl. Und es gibt sogar Leute, die den guten alten Wagner regelrecht boykottieren. Warum? Weil einem sowas geboten wird. Das ist ja fürchterlich, vom Kaufmann über Vogt und wie sie alle heißen. Keiner kann diese Stimmen hören, die haben nichts mit Wagner zu tun. Bitteschön. Naja, das musste jetzt mal sein. Und auch wenn sie mir was Negatives schreiben, es ist einfach, wir leben hier in Deutschland, freie Meinungsäußerung, das ist meine Meinung. Gut. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.